So, schönen guten Tag, eine neue Runde Smite steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier heute als Freya unterwegs mit dem Mercury und Cupid, mit dem kleinen Amor. So, als Freya werden wir uns erstmal... Was kaufen wir? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir werden erstmal auf die Schuhe gehen. Wir gehen erstmal auf die Schuhe. Wir holen uns auch ein Puri, weil wir spielen gegen Zeus, Ares und seinen Konk. Gerade gegen die Ares-Ult ist ein Puri doch sehr stark. Wir sind jetzt auch nach dem Patch, also neue Fawns, also Dawn und das Phantom ist auch da. Einige andere Relikte wurden jetzt auch noch geändert. So, wir haben die Schuhe, die Fatalis. Holen wir uns noch eine Fatalis dazu nachher. Gucken wir nachher mal. Wir nehmen jetzt erstmal hier noch ein paar Tränke mit und werden uns mal auf die Lane begeben. Wir sind hier schon wieder sehr langsam. So, als erstes, jetzt muss ich erstmal gucken. Freya ist auch schon wieder lange her, dass ich die gespielt habe. Der Puls, die zwei, zack. So, wenn wir erstmal ganz in Ruhe ein bisschen die Wave machen. Sterben schon fast dabei. So, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr rasanter Start hier, muss ich mal sagen. Da macht er mich auch direkt mal. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir das echt so viel Schaden noch macht, dass mir das Rest auch noch damit abzieht. Na gut, dann holen wir uns auf jeden Fall schon mal die Schuhe fertig. Werden uns vielleicht auch direkt mal Wards mitnehmen. Achso. Oh, jetzt ist aber hier völlig der Wurm drin gerade. So, gut, also sehr guter Start hier gerade auf jeden Fall von unserer Seite aus. Jetzt werden wir aber hier mal ein bisschen Defense spielen. Ein bisschen ruhiger. Das war auf jeden Fall gerade doch sehr strong von uns. Zeus da hinten ist auch schon relativ low. Mal gucken, dass sie uns hier den Red nicht wegnehmen. Freya ist natürlich im Late Game sehr stark, deswegen sollten wir hier einfach zum Anfang mal ein bisschen aufpassen. Macht uns natürlich hier auch extrem Schaden, finde ich. Nehmen wir den hier mal hoch. Das hat uns natürlich jetzt nichts gebracht. Oha, oha. Mein Mana ist auch schon wieder alle. Wir haben natürlich auch ein sehr starkes Team-Setup, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gucken, ne, den Ares kriegen wir auch nicht mehr. Hätten wir jetzt Mana gehabt, natürlich wäre das auch was anderes gewesen. Wir werden auch gleich nochmal weggehen. Weil ohne Mana macht das ja auch wenig Sinn. Die Wave hier nehmen wir noch mit. So, dann können wir eigentlich den nächsten nochmal mitnehmen, aber jetzt doch sehr langsam waren hier. Red steht noch. Kommt schon wieder der Wukong. Ja, mit der Ulti vielleicht. Ja, ich habe kein Mana, das riecht mich gerade auf. Scheiße. Entschuldigt bitte diese bösen Ausdrücke hier. Wir werden jetzt die Wave mitnehmen und dann nochmal weggehen, dass wir hier mal ein bisschen Mana kriegen. Und dann werden wir uns, denke ich, erstmal ein Book of Toff holen. Dass wir hier ein bisschen Stacks sammeln können. So. Gehen wir hier auf jeden Fall nochmal weg.
Book of Toph sei schon. Wie heißt das? Doch, Book of Toph. War ja richtig, was ich gesagt habe. So, dann nehmen wir uns auch nochmal Tränke mit. Ach ja. So, aber wir werden das auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich hoffe, dass meine Mates hier auch. So, jetzt werden wir noch mal so machen. Okay. So, jetzt werden wir aber die Ulti machen. Na, was mache ich denn? Den hätte ich wahrscheinlich auch Ulti ohne Ulti gekriegt. Oh, komm da zurück. Was macht der denn da? Ich treffe natürlich auch wieder richtig gut hier. Aber da haben wir ihn. Ja, damit haben wir schon mal wieder so ein bisschen ausgeglichen wenigstens. Können wir mal gucken, ob wir uns hier den Red noch holen können schnell. Okay, der ist weg. Dann gehen wir jetzt nochmal weg. Holen uns unser Book of Toph fertig. Und werden uns dann noch eine Warlock Sash holen, einfach für Leben. Ich denke mal, Sun Wukong wird kein Kinsays bauen. Hoffe ich zumindest erstmal. Zur Not werden wir es im Late Game, denke ich mal, wieder verkaufen für was anderes. Ja, wie wir sehen, ich treffe richtig gut mit Freier, also ich bin da richtig Profi drin. Ja, das wird nur sein Spiegelbild sein, dachte ich mir. Ich warte eigentlich die ganze Zeit auf die... Das war mir klar. Ich wollte gerade sagen, ich warte auf die Ulti vom Ares, aber die vom Zeus reicht auch schon, um mich zu töten. Da ist sie, die Ulti. Gucken, ob unser Cupid da nochmal rauskommt. Ich glaube es nicht. Nee. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass sie da unseren Tower nicht runter machen. Das kann natürlich auch ganz schnell mal passieren. Stehen wir hier genau in dem Schild drinnen, müssen wir auch mal ein bisschen. Also der Zeus ist halt echt auch böse. So. Ach Quatsch. Jetzt habe ich mich, glaube ich, sogar noch verskillt. Ich weiß gar nicht, was man mit Freier. Also zuerst skill ich hier meistens hier dieses Ding. Ja, jetzt machen sie wahrscheinlich unseren Tower weg. Kann ich auch nichts gegen tun, so wirklich. Die machen aber auch echt miesen Schaden. Finde ich. Wir noch ein bisschen Stacks sammeln. Mal gucken, ob der Rot wieder da ist. Er ist auch wieder da. Oder mit denen. Da kommen sie schon wieder. Aber den müssten wir kriegen. Sehr schön. So, mal gucken, ob wir hier wegkommen. Genau, perfekt. Gut, ein Zeus machen wir natürlich auch gut Schaden. Und das reicht natürlich nicht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht von rechts kommen. Mein Ward ist auch schon wieder weg. So, jetzt können wir unsere Kuri anmachen hier. Und dann kann er uns mal gern haben. Jetzt sollten wir aber auch mal weg, sonst sterben wir leider wieder.
Ah, das läuft gerade richtig mies. Mies, 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 mies. Na, Spiegelbild. Vielleicht sollten wir uns auch mal direkt. Aber Leute, 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 was ist denn los? Konzentration lässt hier echt zu wünschen übrig gerade. Glaube ich, mit halbem Leben wieder raus. So, so, so. Holen wir uns mal schnell unseren Blue, weil wir doch ein bisschen Mana-Probleme haben hier. Stellen nochmal schnell eine Ward hier hin. So, den nehmen wir natürlich auch mit. Wir sollten halt einfach mal defensiver spielen, finde ich. Ich weiß nicht. Ah, sehr schön. Ich nehme natürlich hier den Ares als First Target, warum auch immer. Können wir die hier noch ein bisschen poken? Sollten wir hier aber auch irgendwie weg. Ah, das gibt's nicht. Was mache ich, Leute? Was mache ich? Was macht mein ganzes Team? Ach Mann, ist das doof. Ich habe jetzt eigentlich mir so gedacht, gut, also vom Team-Matchup sah es ja jetzt erstmal gar nicht so verkehrt aus. So nach der letzten Runde mit Tyr, was ja auch schon wirklich doof lief mit dem Surrender, will ich euch mal ein bisschen was anderes bieten, ein bisschen mehr Spaß. Aber nein. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Genau, ein Obsidian-Shard, wenn wir jetzt bauen, einfach für die Penetration so ein bisschen. Er hat Physical Protection gebaut, ist okay. Ah ja. Mal gucken, jetzt müssen wir erstmal die Wave hier ein bisschen machen. Die lassen sich aber auch schön killen, ne? Achso, die sind beim Dings. Ich krieg ihn aber auch nicht. So, jetzt werden wir trotzdem mal die Ulti anschmeißen. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Oh mein Gott, Leute, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Also ich bin nicht betrunken, ich habe keine Drogen genommen, ich spiele gerade einfach nur so schlecht, weil ich einfach so schlecht bin anscheinend. Ja, sehr schön, okay, unser Mercury stirbt jetzt auch. Also wir rennen da auf jeden Fall auch schön rein. Also wir bieten uns ja an, wir gehen ja rein und sagen, komm, töte mich. Ich will jetzt aber auch nicht sterben, aber unser Titan. Aha, ich weiß gerade nicht so richtig, was ich hier tun soll. Wir werden uns jetzt den Obsidian-Shard mal schnell fertig holen. Oh, da kommt natürlich die Ulti wieder. Den kriegen wir aber. Und den kriegen wir auch. So. Das wird nicht reichen, um das ganze Ding hier zu drehen, aber es gibt uns auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Wir geben natürlich nicht auf. Können uns mal hier schnell den Rot noch holen. Und dann geht das hier weiter. Wir können natürlich mal, da wir ja jetzt auf Leben gehen, mal das neue Relikt Fauns gleich ausprobieren. Also wenn ich das nächste Mal rausgehe, gerade gegen den Sun Wukong, sollte das vielleicht doch nicht so verkehrt sein. Ja, ich gehe ja schon. Hilfe. Wir werden uns jetzt hier direkt mal Rod of Toad hier holen.
Nö, mich hast du nicht, aber es ist trotzdem schön. Ich will nicht, dass das hier jetzt schon vorbei ist. Nein, es ist vorbei, es ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß bei dieser doch sehr schnellen und sehr einseitigen Runde. Naja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr trotzdem ein wenig Spaß hattet, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Euer Marcel. Ciao.